Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute nehme ich mal euch mit zu einem ganz speziellen Kulturabend. Wein, tolle Location und jede Menge Chanson. Freunde, ihr müsst euch einfach Chanson einfach mal anschauen. Für die, die Chanson noch nicht kennen, es ist ein Spektakel. Nicht nur die französische Sprache, die jeden mit sich zieht, sondern auch die Emotionen. Von Glücksgefühlen, Trauer, Liebe, Dramen über alles, das ist Chanson. Erlebt es einfach live und ich hoffe, dass dieser Abend, den ich euch jetzt gleich präsentieren werde, ihr genauso spürt, wie ich ihn erlebt habe. Und sollte das nicht der Fall sein, dann müsst ihr es auf jeden Fall live erleben. Neben mir habe ich jetzt die beeindruckende Künstlerin, die Kerstin. Vielen Dank für den wunderschönen Abend. Du hast uns ja hier in diesem traumhaften Gewölbekeller hier wirklich entzückt. Muss ich wirklich sagen, also es ist, ich muss zugeben, ich bin Chanson-Fan. Und ich hatte ja wirklich Angst, dass ich heute Abend enttäuscht werde, weil wenn du mit so großen Erwartungen an eine Sache rangehst, ist ja die Gefahr immer hoch. Und meine Erwartungen wurden aber übertroffen. Wirklich ein wirklich schöner Abend. Aber meine Frage an dich, Chanson ist ja doch so Höhen und Tiefen. Durchlebst du das dann auch auf der Bühne? Wie geht's dir dabei? Also du hast ja gesehen, dass es ein sehr emotionaler Abend war und ich auch sehr mitgehe. Also das hat mich unheimlich bewegt schon beim Lesen der ganzen Biografie und bei der Auseinandersetzung mit dem Buch und mit der Geschichte von ihr, weil sie einfach so dramatische Dinge erlebt hat. Ihre große Liebe verloren, ein Kind verloren, dies und jenes und ich habe mich da wirklich reingelebt. Also manche Sachen versucht man natürlich dann aus seinem eigenen Leben zu nehmen. Also du musst auch Höhen und Tiefen gehabt haben, damit du weißt, wie sich sowas anfühlt. Also, oder einfach schon die eigenen Emotionen dazu zu nehmen. Klar, gerade bei Mon Dieu am Schluss, das geht mir selber total nahe. Diese Vorstellung, meinem Liebsten zu sagen, nimm einen anderen Flugzeug und der stürzt ab. Also die Mischung aus Schuldgefühlen und dem Verlust. Wahnsinn, ja. Hallo Marcel. Marcel, bist du's? Ja, Enid. Geht's dir gut? Ja, jetzt, wo ich deine Stimme höre. Enid, du fehlst mir so. Du mir auch. Du hast mir gezeigt, was Liebe ist. Jetzt weiß ich, dass ich vorher nie geliebt habe. In unseren schönsten Träumen werden wir gemeinsam uralt. Und niemand kann uns jemals trennen. Nein, niemand. Zieh dich fest an dein Herz und ich sage dir, dass auf dieser Welt nichts zählt. Nur du. Ich bin irgendwie ganz ohne Antrieb, ganz leer, als würde ich auf irgendein Ereignis warten. Und schick mir, wenn dein Boxkampf vorbei ist, mein Herz zurück, ja? Damit ich endlich wieder atmen kann. Wann kommst du? Das Schiff geht in 2 Tagen, Judith. Bitte komm doch früher. Nein, das geht nicht. Kannst du nicht fliegen? Ja, Judith. Ich nehme die Maschine morgen. Bis morgen. Die Maschine stürzt über den Azoren ab. Es gibt keinen Überlebenden. An diesem Abend steht die Piaf auf der Bühne und singt. Nur für Serra. Mon Dieu. Bien, c'est tourné. Papa, si tu me manques, je vais vous demander.
Jetzt ist ja Chanson jetzt nicht unbedingt jedermanns Liebling. Und ich glaube, dass es bei den meisten der Fall ist, weil sie Chanson nicht kennen. Wie würdest du den Menschen Chanson nahebringen? Ja, es ist so, dass es jetzt, also ich denke mal, bei Edith Piaf funktioniert es über den Namen, weil viele diesen Namen kennen. Ja? Die wissen, wer Edith Piaf ist. Wobei es natürlich wunderbare Chansonniere gibt, die niemand kennt oder die nicht so bekannt sind. Meistens mache ich dann so, dass durch ein Konzert von Edith Piaf die Leute dann wieder zu mir kommen und ich dann auch die Möglichkeit habe, andere Chansons zu singen, die nicht so bekannt sind. Werd ich im Ernsten ganz verriebt. Schau mich bitte nicht so an, du weißt, ob ich kann. Dir dann widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund. Du kennst nur den Grund. So kann's nicht weitergehen. Schau, wenn wir alleine sind, il parlait toujours avant moi. Dann würde ich sterben. Fürchten Sie den Tod?
weniger als die Einsamkeit. Deswegen fand ich den Abend auch so schön, weil der Abend so auch schauspielerisch dargestellt wurde. Ihr habt im Endeffekt die Geschichte ein bisschen gespielt, ein bisschen erzählt. Man konnte richtig eintauchen in die Lebensgeschichte von Edith. Wie ist es denn da so dazu gekommen, dass du auch das so gemacht hast? War das dir im Vornherein klar, dass du das machen musst, weil man das erklären muss manchmal? Oder dachtest du, nee, das ist irgendwie die Tiefe noch zu unterstreichen? Oder wie kam das dazu? Also ich bin ja Schauspielerin und Sängerin, also auch von der Ausbildung, war auf der Schauspielschule und so. Und für mich ist es ganz wichtig, auch eine Geschichte zu erzählen tatsächlich. Natürlich kann man einen wunderschönen Jazzabend auch machen, wo man jetzt nichts dazwischen erzählt. Aber gerade das Leben der Edith Piaf, das geht ja gar nicht. Wenn ich jetzt nur ihre Chansons singen würde, würden gerade die Leute, die kein Französisch verstehen, noch viel weniger eintauchen können. Und durch die Geschichte, die wir erzählen, wenn ich gerade vor Mon Légionnaire erzähle, was da passiert ist, dann können die auch das Chanson verstehen, ohne dass sie Französisch verstehen. Ja? Oder außerdem eine biografische Abend zu machen, biografischen Abend, ohne über das Leben zu erzählen, finde ich, geht gar nicht. Und dann habe ich auch den Anspruch, es ist lebendiger, ich möchte es auch selber erzählen, kann das gar nicht trennen. Wenn ich mich auf die Bühne stelle und singe, spiele ich auch immer eigentlich. Ja? Wenn das nicht ein schöner Schlusswort war. Ich bin der Meinung, wir sollten noch mehr in die französische Welt eintauchen. Und das können wir am besten mit einem schönen Glas französischen Rotwein. Ja. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Monaco Deluxe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr uns einen Daumen hoch oder lasst einfach mal ein Abo natürlich da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Und das ist der Markus. Das ist die Kerstin.